Es ist Dienstag, der 9. Februar. Ich begrüße euch herzlich zum neuen Tag. Ich lese Johannes 14, 13 Vers. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Die Wahrheit, die Jesus hier ausspricht, möchte ich gerne bekräftigen mit einem sehr seltsamen Erlebnis, das mir auch schon unter die Haut gegangen ist, das ich am Wochenende gemacht habe. Ich bin hier raufgefahren von Achseten, in der Nähe von Adelboden, auf die Elsigalp, für meinen einen Sohn hier raufzubringen, für ein Skiweekend. Und ich habe schon unten nachher bei Abzweigung gemerkt, die Leute haben ihre Auto abgestellt, um zu kötteln. Unterwegs hat es die auch solche gehabt, die angehalten haben, die nicht mehr weiterkommen. Und ich dachte, wie kommt das noch raus? Ich hatte keine Kötte nicht dabei gehabt. Ich habe nicht daran gedacht, dass es einen Schneesturm geben könnte. Und es hat wirklich einen gegeben. Es war alles voll Verweihungen und ist unglaublich glatt geworden. Je weiter rauf, dass ich gefahren bin, desto gefürchiger ist es geworden. Und ich habe fast nicht mehr gewagt, rechts oder eben links den Hocker abzuschauen, wo man ganz klein unten nachher die Autoscheinwerfer gesehen von der neuen Adelbodenstrasse. Ich dachte, wenn ich jetzt anfange rutschen, kann ich nicht mehr bremsen. Der Nord hat keinerlei Planken. Dann bin ich dann weg oder vor. Und so bin ich wirklich bettend da den Hocker aufgeschnopset und gefräset. Irgendwie bin ich dann wieder ein bisschen obsig. Am Schluss bin ich sogar oben gewesen. Schlussendlich bin ich oben angekommen. Mein Sohn war ganz happy gewesen, ist dann der Lagerleiter aufgetaucht, hat ihn übernommen. Ich bin weniger happy gewesen. Ich wusste, ich muss dann wieder runter. Auf geht oben noch, aber runter ist noch viel dümmer, weil ich wusste, wenn Gegenverkehr ist und ich an der dümmsten Stelle muss bremsen, dann schlittert es einfach weiter. Und wie man hier sieht, geht es erst einlachen, keine Leitplanken. Da weiss ich nicht genau, was passiert. Ja, nachher wirklich Gott um Hilfe angerufen. Und währenddem, dass ich betet habe, habe ich gemerkt, plötzlich kommt der Frieden. Ich hatte eine innere Gewissheit, ich habe eine Ruhe bekommen, ich habe gewusst, es kommt gut. Ich kann anfahren, ich kann sorglos anfahren, ich fahre ganz schön langsam. Und wirklich, es ist so, es war kein Gegenverkehr, ich musste rein müssen, auf Klötz. Sondern ich konnte schlussendlich nachher wieder einbiegen in die neue Adelbodenstrasse. Ich war ganz relaxed und glücklich. Wenn man dann so nach einer Zitterpartie wieder in die Hauptstrasse einbiegen kann, ist es halt dann gleich eine grosse Erleichterung. Selbst wenn wir schon vorher gespürt haben, Gott ist da. Er hat eigentlich die Steuer, er hat alles zusammen in seinen Hängen. Und die interessante Frage kommt jetzt. Wo geht die Last Herren, für das wir erleichtert sein können. Einerseits ist es sicher so, dass Gott uns ja die Lasten abnimmt. Das ist ja klar, weil er nimmt es ja nicht auf die leichte Schulter, sondern er nimmt uns das wirklich buchstäblich auch ab. Auf der anderen Seite gibt es einen ganz anderen Aspekt. Das heisst, wenn wir erleichtert sind, dann gibt es eine Gewichtsverschiebung. Von dem hat Jesus geredet in diesem Vers. Er hat nämlich gesagt, für das der Vater verherrlicht wird. Und auf das Verherrlichen kommen wir jetzt noch ganz kurz zu reden. Der interessante sprachliche Befund zeigt, dass das Wort Herrlichkeit in der Sprache von Jesus, in der Sprache vom Alten Testament, das gleiche Wort ist, das man auch braucht für Gewicht. Das heisst Kavod oder Kovet, je nachdem welche Form. Und das heisst einfach etwas, das Gewicht hat. Man braucht es sogar für ganz normale Gewicht auszudrücken auf Neuhebräisch. Und das zeigt, dass Gott eben wichtig wird. Wenn uns eine Last abgenommen wird, geht das Gewicht nachher auf Gott. Und die Antwort ist, er ist wieder einmal wichtig geworden. Er ist noch wichtiger geworden. Er wird so wichtig, bis so etwas in der Herrlichkeit entsteht. Das ist die Vorstellung, die da dahinter ist. Und mit anderen Worten, wenn wir uns immer selber erleichtern können, dann wird Gott für uns gar nie wichtig, geschweige denn herrlich. Aber wenn er uns in eine Last hineinführt, wenn er uns manchmal eine Sorge auferlegt und uns die nachher auch wieder abnimmt, dann wissen wir nachher, er ist wichtig geworden, er hat Gewicht bekommen. Immer wieder in unserem Leben passieren solche Sachen. Jedes Gramm, das Gott uns auferlegt, jede Schwierigkeit, die uns hineinführt, manchmal ist es eine halsbrecherische Fahrt, manchmal sind es ganz andere Sachen. Das ist vor ihm nicht verborgen. Er weiß genau, was er für eine Absicht hat. Nämlich macht er daraus ein Gebet. Und nachher wird die Last, die vorher deine war, seine. Und am Schluss bist du ganz froh, dass der Gott wieder einst durch alles durchgeholfen hat. Und er wird noch wichtiger für dich. Seine Herrlichkeit strahlt noch mehr auf
über deinem Leben. Und so kommt jedes Gramm Last von unserem Leben am Schluss auf die richtige Seite. Und wir sind die, die davon profitieren. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.